Hallo Freunde der Sonne und willkommen beim nächsten Part von FIFA 18 The Journey. Ja, mit Alexander logischerweise bei eurem Schulle. Und wie immer mal wieder erstmal, wie immer üblicherweise erstmal Twitter checken. Bäh, schweres Deutsch. Rio Ferdinand. War klar, dass das ein super Spieler ist. Viel Erfolg im MLS Cup Finale. Yep. Den gewinnen wir, aber natürlich gewinnen wir das. So. Alex, warte. Du kapierst es nicht, oder? Ich verstehe dich. Aber ich wollte dich einfach sehen, Junge. Du musst mir zuhören. 10 Minuten mehr will ich nicht. Wenn du mich danach zum Teufel wünschst, dann habe ich Verständnis dafür. Ich erfuhr, dass sie im Sterben lag. Du warst im Cupfinale. Da warst du 10? Da lag mein Rücktritt schon eine Weile zurück. Mit deiner Mom war es aus. Wir hatten nur noch Streit. Einmal haben wir einen Familienausflug gemacht. Keine große Sache. Da habe ich deine Mom gefragt, ob sie die Handbremse angezogen hat. Sie wusste es nicht mehr. Blöder Mist. Wir haben die ganze Nacht über die Handbremse gestritten. Und gehofft, dass du nichts mitkriegst. Alex, wir zwei haben es versucht. Aber als ich wegging, war es zwischen mir und deiner Mom lange vorbei. Nachdem Sophie gestorben war, sollte Kim in ein Heim gesteckt werden. Da musste ich mich entscheiden. Seither kümmere ich mich um sie. Da wusstest du wohl schon, wer dir wichtiger war, ja? Glaub mir bitte. Du warst Tag und Nacht in meinem Herzen. Aber du hattest Mom. Und Jim. Aber deine Schwester? Wen hatte sie denn? Aha. So war das, okay. Und das auch mal endlich. Gut, dann Trainingstag. Pässe abfangen und erweitertes Verteidigen. Ihr seid hoffentlich alle fit und bereit loszulegen. Denn heute geht's ans Eingemachte. Ja. Der nächste, das darf ich ja auch nicht simulieren. Kapitelbelohnung. Bleibe in der Hauptzone und fange möglichst viele Pässe ab. Bin ich ja mal gespannt. Okay. Ah, verdammt. Okay. Gut. Was ist jetzt das nächste? Erweitertes Verteidigen. Lass keine gegnerischen Tore zu. Versuche das Zustellen durch einen Mitspieler zu nutzen. Halten. Zustellen. R1 zustellen Mitspieler. Okay. Neu. Oh. Oh.
Mann. Oh. Meine Fresse. Gott, ja, das hat ja ganz super geklappt. Mann, ey. Ja, wenn er da nicht hinterherkommt, dann deckt mich doch. Was ein Scheißtraining. Ich verlange viel von euch, aber nur weil ich weiß, wie viel Potenzial in euch steckt. Hunter hat das heute gut gemacht. Das war klasse. Ja, wenn er das sagt. Ich fand's für den Arsch. So, was haben wir denn hier wieder? Ich würde Alex so gerne vor Ort anfeuern. Ich weiß, dass du den Cup gewinnen wirst. Bonne chance, mon ami. Mhm. Geh mal da, es klappt schon, wir sehen uns nach dem Cup-Sieg. Okay. Na dann, gegen Red Bull New York. Jeder in diesem Raum weiß ganz genau, worum es heute geht. Es geht ums Cup-Finale. Alles oder nichts. Manche von euch denken vielleicht, sie kriegen noch eine Chance. Dass es noch mehr Finale gibt, mehr Siege. Das habe ich früher auch gedacht. Hört gut zu. Bevor ihr rausgeht, fragt euch bitte, wie viele Chancen kriegt ihr wirklich noch im Leben? Und wie viele Saisons? Habt ihr noch vor euch, bevor alles vorbei ist? Wisst ihr das? Ich dachte früher, meine Karriere wäre endlos. Sie war's nicht. Und eure ist's auch nicht. Heute zählt nur eure Leistung auf dem Feld. Es gibt kein Morgen, nur heute. Ich bereue so viele Dinge in meinem Leben, aber ihr habt noch alle Chancen vor euch. Jeder Sprint, jeder Zweikampf, jeder Pass und jeder Schuss könnte euer letzter sein. Das ist euer letztes Finale, euer erstes Finale und auch euer einziges Finale. Gewinnt. Si se puede. Bewegende Ansprache. Los geht's. So, natürlich wieder mit Hunter. Na, ein allseitsbekannter Ladebildschirm. Ne? Für euch wieder die Chance, meinen YouTube- oder Vidme-Kanal zu abonnieren, wenn es euch bis hierher gefallen hat und ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und jetzt geht er ab, der Fisch. Finale. Here's your chance to be a hero, bro. Take it. Wenn wir gewinnen, sind wir alle Helden. Spoken like a pro. Just don't be forgetting to have fun out there. Like Gonzalez said, you never know when a final may be your last. Hoffentlich nicht. Jetzt ist es endlich soweit, liebe Zuschauer. Das MLS Cup-Finale geht gleich los und wir sind live für Sie dabei. Eine lange Saison liegt mal wieder hinter uns. Eine spannende, eine hochklassige Saison.
einer der Spieler der Saison mit Sicherheit Alex Hunter. Ja, der hat in LA für die Wende gesorgt, die große Wende. Und heute kann er für die Krönung sorgen, den Titel. Ja. Dann los geht's. 2003 wurde es eröffnet, das StubHub Center hier im Süden von Los Angeles. Und bei der Eröffnung war auch einer der größten Spieler aller Zeiten dabei, Pelé. Der ließ sich das nicht nehmen. Tolles Zuspiel. Und jetzt die Chance. Stark vom Torhüter. Ecke für die LA Galaxy. Ah, schade, schade. Kurze Ecke. Jetzt in der Anspielstation. Ah. Erstmal rausgeforstet. Nächstes Ding. Jonathan dos Santos. Der Ball. Und? Die Chance. Jawohl. Perfekter Start für Galaxy. Ja, und schauen Sie sich den Jubel bei den Fans an. Ein wichtiges Tor. Bei Dudes. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Ja, da konnte er ja fast nicht anders als hier zu treffen. Noch freier kann man die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereitet, der Treffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Oh ja. Ah, und jetzt abseits, oder? Jetzt vielleicht. Ja. Shit. Der Linienrichter hebt die Fahne und das Moment auch zu spät gepasst. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Ah, shit. Boateng. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Dos Santos. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine vor der Kiste, aber er macht das Ding nicht. Unglaublich. Shit. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Und Hunter. Gutes Tackling. Dos Santos. Und jetzt die Chance. Ah, nee. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Die LA Galaxy mit der Ecke. Nee, der hat glaube ich auch nicht gepasst, oder? Ecke wird kurz ausgeführt. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Gute Eingabe. Ja. Der nächste Treffer für Galaxy. Und jetzt sind die Weichen gestellt für den ganz großen Triumph. Ja, verdienter Treffer hier für Sie. Sie haben einfach mehr vom Spiel. Das stimmt vollkommen, Wolf. Wer sich die Chancen so erarbeitet, der macht einfach seine Tore. Ist doch klar. Ah, 2-0, 17. Minute. Kann sie doch sehen müssen. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Dos Santos. Alex Hunter. Ah, wieder super, zu spät, glaube ich. Jetzt vielleicht. Oh, nee, doch nicht drin. Was für eine Chance. Schöner platzierter Ball, schon aber nicht platziert genug. Was ist denn los mit dir heute? Normalerweise machst du solche Dinge rein. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Wird das eine Torchance? Und? Da ist die Flanke. Nein. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Einwurf, LA Alter, Galaxy. Dein Ernst? Hunter. Jonathan dos Santos. Das gibt erneut Einwurf.
Den Ball wirft er schnell ein. Ah. Und das ist der Ballverlust. Der Unlos, da konnte ich nicht mehr abbrechen. Da wollte ich eigentlich einen Pass anfordern. Keinen Pass geben. Und jetzt die Chance. Ah. Abgepfiffen, abseits. Ah, doch, leider wieder relativ deutlich. Jetzt könnte die Chance entstehen. Das sieht vielversprechend aus. Ball kommt rein. Ah. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jones. Er lässt sich zurückfallen. Sehr aktiv. Will den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Dos Santos. Jetzt vielleicht. Ja. Alexander. Das ist der Treffer. Schöner Pass. Und da hat er dann natürlich keine großen Probleme mehr. Schön. Mit dem Ball. Also der schwache Fuß mit links. Ne? Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen. Und jetzt hat er den Doppelpack. Schönes Ding. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. 38. Minute. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Der Drop sollte gelutscht sein. Lawrence. Jetzt wird's gefährlich. Abgefangen, gut gemacht. Hunter. Schöner Pass. Shit. Ganz souverän hier vom Torhüter. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Quelle Surprise. Alex Hunter. Jones. Das könnte gefährlich werden. Nein. Das zieht er ab. Und den Schuss. Kein besonders guter Abschluss. Der da einfach stehen. Und Hunter. Die Galaxy sind dem großen Ziel sehr nah. Dem großen Triumph. Führung zur Pause. Ups. Das sieht doch gut aus. Aus meiner Sicht auch eine verdiente Führung. Wenn sie so weitermachen, dann müsste das klappen. Wir aber auch. Jonathan Dos. So, was haben wir hier? 56% Ballbesitz nur. Okay. 9 Schüsse, 6 aufs Tor. Passgenauigkeit 87%. War mal abseits. Und gut. Aber auch wieder voll des Lobes. In diesem Finale. Schauen wir mal, wer jetzt den besseren Start erwischt. Klar ist dann. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse Technik. Jones. Und zieh durch. So langsam wird es gefährlich. Das ist jetzt eine Chance. Jawohl. Phänomenal. Ohne Worte. Der letzte Pass war da entscheidend. Sie nutzen ihre Überzahl und dann ist auch der Torhüter machtlos. Ja, 2 gegen 1, da kannst du als Torwart nur darauf hoffen, dass vielleicht das Abspiel schlampig kommt. Sie liegen deutlich vorn. Das geht doch gut los. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark. Aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes, Buschi. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Ich bin von einem knappen, spannenden Spiel ausgegangen. So kann man sich täuschen. Jetzt ja. Der Ball ist drin. Tor. Hunter macht das dritte. Den bekommen sie heute überhaupt nicht in den Griff. Was für eine Leistung. Und damit hat er ein schönes Dreierpaket hier geschnürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern.
Die übliche Auswechslung wieder. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Das könnte die Chance werden. Ganz einfach an den Ball gekommen. Und Hunter. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Stark gemacht. Das könnte was werden. Macht er ihn. Natürlich macht er ihn. Der Pass. Nichts zu halten hier. Der Ball passt da ganz genau. Es gibt nichts zu halten. Und Alex Hunter hier mit dem tollen Abschluss. Wieder mal vielversprechend, was der Junge hier zeigt. Er bringt alles, aber auch alles mit, um ein Star zu werden. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst, das war eine Weltklasse-Leistung von ihm heute. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Da holt man euch. Da geht er dazwischen. Ashley Cole. Und Hunter. Wird's jetzt klasse Zuspiel. Und jetzt die Chance. Wie macht er den denn rein? Da zeigt er, was er kann. Nach seiner Einwechslung trifft er hier. Klasse herausgespielt. Und dann lässt er sich die Chance natürlich nicht nehmen. Der knallt nicht einfach wild drauf, sondern spielt den Ball klug mit dem Innenriss. Genau die richtige Entscheidung. Sehr überlegt gemacht. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Gibt jetzt die Gelegenheit. Dame. Giovanni dos Santos. Wenn es jetzt schnell geht. Ah? Schönes Zuspiel. Ach, nee. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Oh, jetzt ist er durch. Klasse gemacht. Tor LA Galaxy. Schönes Ding. Einfacher Doppelpass. Den Ball dreht er klasse rein. Schönes Tor. Was für eine Flugkurve mit ganz viel Effekt gespielt. Hier nochmal dieser Treffer. Ja. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Na gut, dann machen wir uns nichts vor, das liegt doch am Schwierigkeitsgrad, aber ich habe den jetzt schon zweimal hochgestellt. Kurzer Blick zur Uhr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er sich mal wieder runterstellt. Jones. Giovanni am Ball. Und dann spielen wir halt auf Amateur weiter. Da kommt er ein Stück raus und auf ein paar mehr Tore. Den Ball auf. Nein, doch. Dos Santos. Alex Hunter. Wird das eine Torchance? Er lässt sich da nicht auf. Verdammt. Sechs Minuten sind noch zu gehen. Lea, drei Minuten Nachspielzeit natürlich wieder. Jones. Hallo. Ferron. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Okay, dann wollte ich mal ausprobieren, was da passiert, wenn ich das drücke. Das ist anscheinend vorliegen. Verdammt. Den rechten Stick einfach mal nach vorne drücken. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das war's, die Galaxy haben gewonnen. Unglaublich. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Und wer hätte das vor ein paar Monaten, ach was sag ich, vor ein paar Wochen erwartet. Und dann kam der Teufelskerl, dieses Riesentalent, Alex Hunter. Und mit ihm kam die Wende
und sie holen den Titel. Wahnsinn. Ja, gibt's ja hier bestimmt auch gleich irgendwie eine Feier oder was? Wie ist es denn? Nein, jetzt noch nicht. So, 30 Saisontore, bla bla bla, 6 Dreierpacks, so, alles gut. Na? Schwarzer Bildschirm. Ah. Wir haben's verdient. Gleich fällt er runter. Klon. Mann, unfassbar! Was ist das Ding? Gut. Zweieinhalb Mille drauf. Der Wert schießt auch steil nach oben. Oh, na gut, da ist nichts hochgegangen. Gut, gut. Dann weiter im Text. Vorbei. Weihnachten ohne dich und Opa wäre einfach nicht dasselbe. Aber versprich mir extra knusprige Kartoffeln, ja? Okay, Mom, ich muss los. Ja, ich melde mich. Du auch. Sie? Du wolltest mich sprechen, Coach? Ja, setz dich. Du hattest eine gute Saison, Alex. Du hast dir wirklich sehr viel bewegt. Ich habe noch nie einen jungen Spieler gesehen, der so wichtig für sein Team ist. Danke. Ein Pokal zu haben, das ist großartig. Ich bin sicher, das wird nicht die letzte Trophäe sein, die du gewinnen wirst. So, alles Klärchen. Dann, ja, damit wäre der Part hier auch wieder vorbei. Wie immer hoffe ich, euch hat's gefallen. Falls ja, Moment. Keine Trainingssimulation, willst du mich verarschen? Hab ich nicht. Wieso ist das nicht erfüllt? Boah, na gut. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ja, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, entweder auf YouTube oder auf VidMe. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.